Seit wann ist das? Seit vielen, vielen Jahren. Nee, wo steht denn? Da kann ich ja sagen, dass dann diese illegalen Europaversammlung, die hier gemacht worden sind, die ja dann auf einmal nicht illegal dann waren. Ich filme die Bullen. Was dagegen? Da vorne im Endeffekt wurde aber hier auch eine Versammlung. Ja, na und? Willst du jetzt weinen oder was? Ich hätte aber ja vielleicht mich in der Stunde. Nur so zur Information. Also offensichtlich zeigen Sie sich hier nicht kooperativ, möchten nicht freiwillig diesen Bereich hier verlassen als eine nicht angemeldete Kann Versammlung. Ich für die Gruppe sprechen? Das sage ich Ihnen jetzt gerade und das sage ich auch in die Gruppe rein. Ich rede ja laut und deutlich, oder? Okay, Gruppe, ich kenne ja keinen. Persönlich kennen wir uns auch nicht. Ich hoffe, dass wir da Sonnenbrennen wo ist jetzt heute eine Deutschlandflagge leicht vergraben werden sollen und das ganze der ganze Rat auch ganz verrückt war. Aber es war ja auch mir nicht geblieben. Kann wohl die Wahr sein, wo sind wir denn? Wir sind hier im besetzten Deutschland. Wir kriegen auf Wunsch der USA-Administration ungefragt 20 neue Atombomben ins Land. Das ist das souveräne Deutschland! Noch bin ich Deutsch, noch sind wir im freien Deutschland! Noch! Wer weiß wie lange? Genau! Ungefragt und ungebeten! Atombomben! Machen uns zum Primärziel! Ich bin Deutscher! Ich bin mein deutsches Recht! Dazu hört auch die Fahne! Genau! Da steht dann geschrieben, dass die verbunden ist. Wir sind die Bundesrepublik der Alleine. Wieder oben, hier ist die Krise, hier sind die Finanzagentur GmbH. Wir sind ja keine BRD, wir sind Alliiertenstaat hier. Wir sind eine US-Firma. Vasallenstaat der USA. Eine Amis verkauft. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir wollen einen Friedensvertrag. Wir wollen das hier ganz Deutschland verlassen. Aufnehmen, alles aufnehmen und den Snack stellen, bitte. Genau, man darf kein neutral. Schönes Wetter, ne? Dem Display siehst du überhaupt nichts. Ah, da kommt die Bulle. So. Besuch! Oh, 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 oh. Guck mal, was da alles anrollt. Und sie kommen zu uns. So, man mag uns hier offensichtlich nicht. Vorm lieben Kanzleramt. Carmen, guck mal, was da alles eben gekommen ist. So, wir kriegen hier gerade mächtig viel Gesellschaft. Ein Bullenwagen nach der nächsten rückt hier an, eine Wanne. Wann, soweit das Auge reicht? Dort vorne raufen sie sich zusammen, unsere Freunde. Man hat uns hier aufgeklärt, dass es sich hier um die Bannmeile handelt und wir hier nichts zu suchen haben. Na, vielen Dank auch. Ein paar Meter weiter ist dann die staatliche Jubelveranstaltung.
besucht. Also stehen da ZDF, ARD, RBB. Alle sind vor allem da, um das Gejubel nachher aufzunehmen. Vielen Dank. Wir kesseln uns jetzt ein. Lass uns mal vorgehen. Das Ende nicht erkennen und wenden wird die Menschheit enden. Ihr könnt den Scheiß nicht leugnen, ich nehm die Wahrheit, das Zeugen. Ihr allein seid schuld an tausenden Reihen von weißen Kreuzen, weinenden Witwen und ganzen elternlosen Kindern. Das alles nur, weil sie von den Schlachtfelden und Gewinn haben. Denn manche haben nicht einmal ein Korn auf dem Teller. Wer liebt die Menschen? Ihr habt erfickt als Pornodarsteller. Ich glaub kein Wort von euch Pennern, denn ihr mordet die Männer. Sind nicht schnell genug. Frauen und Kinder in den Orten und denkt doch, doch. Leider war denn, leider war euch Scheiß. Und ja, die Scheiße, klar, denn ohne Nein, die Netwin geht bis heute für. Und lass es da auf die Bank gehen. Ich werde euch die Bullen. Eins und eins ist gleich drei. Wir zu echten Medien gegen Lügen und Folterung. Wir werden täglich vergiftet wegen Überbevölkerung. Und das Volk ist stumm, weil es die Klarheit nicht hat. Aber alles, was ich sage, ist klar die Wahrheit und Fakt. Ich hab zu viel gesehen, könnt unzählige Beispiele geben, woran sie schützen, was sie machen, wie viel Scheiße sie reden. Deswegen schreien wir sehen, in der dritten Welt verenden. Und wenn wir es nicht wenden, werden wir im dritten Weltkrieg. Das ist geistesgestört. Ich begreife den Scheiß hier, weil ich weiß, ihr Geist ist gestört. Das ist geistesgestört. Weil sie auf den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören. Na, kesseln wir uns jetzt ein? Ich begreife den Scheiß hier, weil ich weiß, ihr Geist ist gestört. Kommen die Nächsten! Wenn ihr blüht, wenn ihr blüht, wenn ihr Geist ist gestört. Ihr seid krank und ich meine nicht körperlich, sondern geistig gestört. Wenn ich diese Scheiße hier höre, schreie ich, was wird echt brenzlig jetzt. Aber habt nichts gemacht, verdammt, ihr seid geistig gestört. Hab aber wahr, ihr tötet Menschen und schießt alles auf gemachte Feinde. Defensiert die Täter, fälscht die Fakten oder macht Beweise. Was ne Scheiße, es zu durchschauen ist dazu einfach, dass ne Boeing in der schwarze Block rückt an, Freunde. Träger, das sei einfach raus, als wäre eine Sprengung geplant. Weder der Presse denn noch die Flugabwehr waren parat. Jeder, der hier nach weiß, sowas kann kein Turban oder Bartträger. Regierungs- und Verräter, Faschisten und Nazis, Mann. Denn die CIA trainiert die Taliban. Aha, sie bleiben stehen. Guck an. Trainierte auch Osama, dann nach Plan Afghanistan und dann Irak und dann noch bald Iran. Jetzt geht's los. Jetzt ist es Verhältnis, Demonstrationen, Polizei und den Vereinen vor allem. Ja, ich sag euch alle, die Aktion waren Operationen unter falscher Flagge. Diese Mächte sind schon lang bereit und verschwören sich. Es werden sie nein. Im Wettkampf, wer am Geist gestört wird, das ist krank, kränker am kränksten. Und wenn die Menschen jetzt nicht denken, werden wir in einem dritten Weltkrieg enden. Das ist geistesgestört. Ich begreife den Scheiß hier, weil ich weiß, ihr Geist ist gestört. Das ist geistesgestört. Weil sie aus den Tiefen ihrer Seelen Geister beschwören. Das ist geistesgestört. Ich begreife den Scheiß hier, weil ich weiß, ihr Geist ist gestört. Das ist geistesgestört. Denn ihr Blut und ihr Fleisch und ihr Geist ist gestört. Das ist krank. Ein Viertel verhungert hat leider noch mehr. Obwohl so viel Nahrung gibt, dass man diese Welt zweimal ernährt. Das Scheiß ist nicht fair. Denn die Mächtigen haben in afrikanische Berge voll. Ist das schon wieder aus? So, ich bin aber gespannt, was das hier wird. Kesseln die uns nur ein oder was passiert hier? Löst dich doch auf. Was ist am Potsdamer Platz überhaupt los? War noch nicht viel los. War halt irgendwas, aber es war und, nicht. Und da haben die wegen der Flasche gemalt? Ja, wir wollten halt hier. Nein, wir wollten gerade durch. Und da ist ja diese Veranstaltung mit diesem. Und dann haben sie mich angeguckt, ja, mit der Flasche dürfen sie nicht rein. Ich schon seit Jahren, sie wollen selbst verkaufen. Die verkaufen drin auch Glasflaschen, ist schon so. Die nehmen die ganzen Getränke ab, dass sie mit drinnen selbst verkaufen können. Das ist der einzige Grund. Ich war schon immer so. Kapitalismus. Ja, bloß hier ist ja nichts zu verkaufen. Ja, ich meine, bei der Fressmeile, die haben ja auch. Ja. Sogar Cabrison haben die bei der Fennmeile vor 10 Jahren mal abgenommen. So einen kleinen Tetrapack haben sie weggenommen, um drinnen dann Glasflaschen zu verkaufen. Oder den Kopf fest. Zum Thema Sicherheit. Man kann nur Geld machen. Auf alles ist es gut. Damals auf ja. Ja. Vorfahrt für Kapital. Ja. Grundregel in diesem Land. Wir alle? Weswegen denn? Ja, sie haben, sie dürfen hier keine Versammlung abhalten. Wir halten doch gar keine Versammlung hier ab. Sie gehen jetzt, weil ich Ihnen einen Passverweis ausgefahren habe, in die Richtung. Wenn Sie jetzt nicht freiwillig gehen, müsste ich Sie sogar anfassen. Ja,
Schön auf. Gewaltanwendung. Weswegen bitte? So sehe ich das auch. Man kann sich doch wohl hier aufhalten, oder nicht? Nee, wir leben nicht in einem freien Land. Wir leben in einem besatzten Land, von den USA besatzten Land. Also Anzeige. So, Carmen ist so richtig schon weggeführt worden. Das Video geht natürlich an RT, ist ja wohl klar. Was für eine Anmeldung? Wir sind normale Bürger. Genau, aber es muss ja. Es gibt hier eine Dame, die hat diese Veranstaltung angemeldet. Und die kennen wir bis jetzt. Es gibt heute zig Veranstaltungen in Berlin. Ja, zu welcher Veranstaltung wollen Sie denn? Das ist vielleicht auch nicht zu dieser. Okay, und zu welcher wollen Sie? Erst um 14 Uhr. Und wer ist da? Was ist da Thema? Weil da gibt es hier natürlich auch. Gibt es dann da drüben gibt es auch zwei Veranstaltungen um 14 Uhr? Ja, ich denke um 15 Uhr. Also unserer Erkenntnis nach ist um 14 Uhr hier sind zwei Veranstaltungen angemeldet. Und die laufen da drüben. Verstehen Sie, was ich meine? Da will ich aber nicht hin. Aber hier? Ich will zum Brandenburger Tor. Ich bin sehr in der Ernst. Warum nicht? Ich gehe mit der Fahne jeden Tag Station. Ja, jeden ich Tag. Ich weiß nicht, ob es an Brandenburger Tor eine Veranstaltung ist. Ich will zu keiner Veranstaltung. Ich will spazieren gehen mit meiner Fahne und mit meinem Hund. Wir kümmern uns um eine angemeldete Veranstaltung, ja, die gar nicht sein darf. Bis zum nächsten Polizeianmarsch. Ja, wir haben schöne Filme gemacht. Und dann wird es Veranstaltung schon? Nee, ich muss da lang. Haben Sie weiter zum Antreteplatz? Was? Weiter zum Antreteplatz laufen? Was für ein heißt Antreteplatz, ja? In Ihrer Sprache, nicht in meiner. Ich will ja nirgendwo antreten, ich will zu keiner Demonstration. Punkt. Sie wollen zu keiner Demonstration? Nee, im Moment nicht. Platz voll ist. Es reicht schon, was hier abgelaufen ist heute. Was ist bitte ein Antreteplatz? Kann mir mal jemand aufklären? Naja, wir können uns ja irgendwo treffen oder so, wenn du willst. Die hat 30 Euro gekostet. Geht niemand meine Fahne. Okay. Ja, okay, dann komme ich zum Brandenburger Tor. Wenn ich in der Bannmeile bin, in die Richtung. Ja, okay. Ja, alles klar. Bis gleich, so 5 Minuten. Ciao. Wir sollten ja mal fragen, ist das so ein neues Verständnis von Demokratie, was uns hier gerade gezeigt wird? Ich gehe hier spazieren, ich bin in keiner Demo, ich trage eine Frage. Okay, jetzt kommen wir so zum Brandenburger Tor.
Steht was drauf, was wolltest du diskutieren? Naja. Weil das ist eben halt so. Das also das Video werde ich auf jeden Fall RT zuspielen, was sich hier gerade abgespielt ja, hat. Ja. Alle bitte recht freundlich für RT. Genau. Und die Nummern alle mehr. Auch in der Bannmeile mit einer Fahne spazieren zu gehen, ist noch nicht verboten in diesem Staat. Tja, Merkel schreibt jeden Tag neue Gesetze. Genau, ohne Grundgesetz, Volker und rechtswidrig. Grundgesetz hat er eh ausgedient. Jeden Tag was Neues. Sagt nur Artikel 23 ohne Geltungsbereich als Stichwort. Na gut, dann gehe ich mal zum Hauptbahnhof. Wir werden nicht begleitet, das ist ein Rauschmiss. Ja. RT wird sich für die Bilder sicherlich sehr dankbar zeigen. Was können wir weitermachen? Uns irgendwo treffen? Einen trinken oder was? Ja. Ich verstehe. Ja, aber wir können unsere Meinung anscheinend nur so sagen, dass uns keiner hört. Tja. Meinungsfreiheit ist verboten in Berlin. Wir werden abgeführt. Kann ja nicht sein, dass wir hier abends seid und Feiergäste stören. Willkommen im Polizeistaat. Ich weiß nicht, ob die sich hier heute für eine Invasion vorbereiten oder was hier los ist. Jetzt am Hauptbahnhof auch überall schwarzer Block. Carmen haben sie irgendwie weggevollführt. Keine Ahnung, wo es hingeht. Wir bleiben dran. Carmen, was ist jetzt schon wieder los? So, ich muss eine Fahne einrollen. Wollte seinen Mann nicht hierher lassen, dann muss ich die Fahne einrollen und den Lappen verlangen. Tja, hättest du mal eine Fahne getrunken, dann hättest du hier bleiben dürfen. Wir leben in einer Zeit umgeben von Verschwörungstheoretikern und zwar in den öffentlichen Mainstream-Medien. Jeden Tag verbreiten sie solchen Unsinn mit Konjunktiven, erzählen sie euch, was ihr zu glauben habt. Aber damit ihr sie nicht verklagen könnt, sagen sie immer, die Kritiker behaupten oder man hört das oder die ukrainische Regierung sagt, da wird gar nicht mehr recherchiert. Da gibt es überhaupt keinen anständigen Journalismus und schon gar nicht investigativ. Und das müsst ihr euch jeden Tag reinziehen. Und diese Medien bauen in euch ein Bild auf und wollen die Meinungshoheit bestimmen. Aber es wird Zeit, dass wir anfangen, selbst nachzudenken, dass wir uns unsere eigene Meinung bilden. Wir müssen uns doch nicht erzählen lassen, was wir zu denken und wen wir zu hassen haben. Vielleicht sollten wir anfangen, Menschen zu umarmen und Freundschaft zu leben, dann würde nämlich Frieden entstehen hier in dieser Welt. Aber unsere Politiker, die wollen das nicht zulassen. Dort gibt es Politik nach wirtschaftlichen Interessen, nicht nach unseren Interessen. Unsere sind ihnen egal, sondern zum Beispiel Interessen unserer sogenannten Freunde. Was meint ihr, warum Krieg in Syrien ist? Ja, warum? Warum will Katar, Saudi-Arabien und die Türkei
dort den Islamischen Staat stärken und unterstützen oder andere Rebellen dort mit Waffen ausrüsten? Warum werden die vom CIA ausgebildet? Das kann ich Ihnen sagen, weil Katar dort eine Gaspipeline legen will. Aber Russland will das natürlich nicht. Und diese Pipeline soll in die Türkei gehen. Und dieses Gas soll dort in US-amerikanischen Dollar verkauft werden. Damit ist also klar, warum diese Staaten gemeinsam dort Rebellen finanzieren und den Assad dort stürzen wollen. Aber wegen dieser verdammten, beschissenen ökonomischen Gründe sterben dort Menschen. Dort sind 250.000 Menschen gestorben. Wegen dieser Interessen von wenigen Superreichen sind dort Millionen Menschen auf der Flucht. Nicht nur dort diese Millionen in Syrien, auch im Irak sind viele Menschen geflohen. 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht wegen der Interessen von wenigen Superreichen. Und wir sollen das hier alle ausbauen. Wir sollen die alle aufnehmen. Und keiner redet über die Ursachen. Was macht hier diese Kanzlerin? Sie macht einen verdammt schlechten Job. Sie rüstet genau diese Kriegstreiber noch mit Waffen aus. Die Waffenexporte sind gestiegen. Dafür finden wir, sollte diese Regierung abtreten. Wir möchten, dass das Volk, dass die Menschen wieder mitreden dürfen. Denn die Menschen sind in der Mehrzahl friedlich. In der Mehrzahl würden die normalen Bürger niemals einen Krieg zulassen. Die würden auch keine Waffen in ein Land exportieren, in dem Menschen geköpft und gesteinigt werden. In dem Menschen einfach so mit einem Schwert erschlagen und dann aufgehängt werden, um andere Leute abzuschrecken in ein Land, das den Islamischen Staat finanziert und damit Terror organisiert. Ja, da schicken unsere Politiker, unsere Regierung schickt noch Waffen hin. Da kann man ja mal sich Fragen stellen, ob diese Regierung in unserem Namen handelt oder nicht im Namen von wenigen Lobbyisten, im Namen von Superreichen. Diese Regierung ist doch korrumpiert. Wir möchten das nicht. Wir möchten am Tag der Einheit die Einheit feiern. Von allen Völkern und allen Menschen. Wir möchten hier gemeinsam friedlich leben in Europa. Und dazu wird es nicht beitragen, weitere Kriege auszulösen und Waffen zu exportieren. Oder wegen ökonomischer Interessen, wegen einer Pipeline in Syrien, dort Terroristen zu finanzieren. Unsere Regierung steht unter US-Command. 20 Atombomben werden in Blüchel stationiert. Ohne jegliche öffentliche Diskussion. Ohne Ankündigung. Es wird einfach getan. Wir leben wahrscheinlich in einer Demokratie-Simulation. Denn im Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes steht drin, dass wir herrschen dürfen durch Wahlen und durch Abstimmungen. Wo sind denn diese Abstimmungen? Wir haben leider keine Demokratie, denn hätten wir Demokratie, würde es gar keine Kriege geben. 2/3 oder 75% der Menschen sind nach Umfragen immer für den Frieden und gegen den Krieg. Die meisten Menschen waren gegen dieses Freihandelsabkommen TTIP. Die meisten Menschen waren gegen diese Genprodukte, die letztens zugelassen wurden. Wenn die Menschen mitreden dürften und wenn sie gefragt worden wären, hätten wir eine viel bessere Gesellschaft, hätten wir eine viel bessere Zukunft, müssten wir nicht so viel Sorgen haben um unsere Kinder. Aber wir haben diese Demokratie nicht. Und darum fordern wir, im Namen des Friedens brauchen wir auch Abstimmungen, brauchen wir mehr Demokratie. Aber auch diese Demokratie wird nicht funktionieren, wenn wir solche Propagandainstrumente, solche Medien haben, die uns einseitig informieren. Selbst der Programmbeirat hat festgestellt, dass bei der Ukraine-Krise über 90% einseitig berichtet wurde. Es gibt nur wenige Sendungen, die kurz vor Mitternacht stattfinden, wie zum Beispiel Panorama, wo man vielleicht mal die Wahrheit oder die andere Seite erklärt bekommt. Das ist uns zu wenig, insbesondere wenn wir diese Medien finanzieren, wenn wir mit unserem Geld diese Propaganda bezahlen. Demokratie wird nur funktionieren, wenn wir anständig informiert sind, und zwar von allen Seiten. Es kann doch nicht sein, dass wir uns alternative Medien anschauen müssen oder zum Beispiel
irgendwelche russischen Sender uns angucken müssen, um mitzubekommen, was auf der anderen Seite passiert. Es kann doch nicht sein, dass uns immer nur ideologische Propaganda von einer Seite her gezeigt wird. Wir möchten ehrliche Medien, denn das ist die Grundlage dafür, dass wir auch anständig in dieser Demokratie agieren können. Selbst wenn es keine Abstimmung gibt, selbst wenn wir nur ein Kreuz alle 4 Jahre machen, wird doch auch dieses Kreuz nicht an der richtigen Stelle sein, wenn wir nicht richtig informiert wurden. Darum ist das das Allerwichtigste, dass wir mehr Ehrlichkeit einfordern und mehr Transparenz. Transparenz ist auch so ein wichtiger Punkt, zum Beispiel bei dem Freihandelsabkommen TTIP. Die meisten wissen das vielleicht, dass dort nicht gerade viel Transparenz existiert. Hier in der amerikanischen Botschaft darf man an 2 Tagen in der Woche für jeweils 2 Stunden und immer nur 2 Mitarbeiter dürfen sich diese Akten einsehen. Und die müssen sich noch ausweisen, müssen das beantragen bei der Botschaft. Und schlussendlich ist von unseren Ministerien noch niemand da gewesen. Wenn man sich das anschaut, merkt man immer wieder, dass unsere Regierung total versagt. Da sitzen Versager in dieser Regierung. Und das sieht ja auch jeder, der mal genau hinguckt. Jeder von den Ministerposten ist ja besetzt von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von dem Fach haben. Die überhaupt nicht ausgebildet sind für das, was sie da tun. Wie kann sowas sein? Warum kann das Volk, warum können die Bürger immer wieder das schlucken, dass sie so verarscht werden von Leuten, die völlig unfähig sind, die keine Ahnung haben? Es muss doch mal aufhören damit. Es muss doch mal hier anständige Politik für die Menschen gemacht werden, für die Bürger, und zwar nicht nur für, sondern auch von den Bürgern. Die Bürger müssen mitreden dürfen. Und nur dann schaffen wir es, dass diese Kriege aufhören. Wenn wir zum Beispiel unsere Regierung Russland sanktionieren will, da wird ganz schnell aufgehört, Lebensmittel dorthin zu exportieren. Dann dürfen keine Äpfel mehr dort exportiert werden. Und dann stellen sich irgendwelche Lobbyisten hin und sagen, wir sollen jeden Tag einen Apfel essen, um Putin fernzuhalten. Aber dass man genauso reden könnte über die Waffen, die wir exportieren, das ist ihnen nie eingefallen. Man könnte doch sagen, naja, wenn uns die Arbeitsplätze bei der Lebensmittelindustrie und bei unseren Bauern scheißegal sind, lieber setzen wir unsere Ideologie durch und sanktionieren wir jemanden. Dann könnte man genauso sagen, ja, die Arbeitsplätze in der Rüstungsbranche sind uns genauso scheißegal. Ist doch egal, dann sollen die auf die Straße. Nein, da auf einmal ist den Politikern das wichtig. Die Bauern können ruhig arbeitslos werden, aber nein, die in der Rüstungsbranche, die sollen ihren Job behalten. Merkt ihr nicht, wie ihr verarscht werden, dass das Heuchelei ist? Diese Leute, die drehen das jedes Mal, wie sie wollen. Einmal ist es gut für die Wirtschaft, dann ist es wieder schlecht und dann wird einfach darüber geschwiegen. Das sind Heuchler. Da geht es niemals um die Wahrheit. Da geht es darum, um Interessen durchzusetzen. Wer die stärkste Lobby hat, wer da wen korrumpiert hat. Unsere Regierung ist mit Sicherheit korrumpiert. Hier nennt man es bloß nicht Korruption, hier nennt man es eben Lobbyismus. Aber wo bleibt die Lobby der Bürger? Wo bleibt die Lobby der normalen Menschen? Auch die möchten mal ihre Stimme erheben und möchten mal sagen, uns soll es auch mal besser gehen. Aber den Menschen geht es nicht besser. Wir müssen zurückstecken, während die Gewinne der Superreichen immer mehr steigen und der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird, währenddessen bleibt der normale Mensch zurück. Da stimmt doch etwas nicht. Und wenn wir unsere Zukunft sehen wollen, können wir zum Beispiel in die USA gucken. Dort lebt jeder 7. von Lebensmittelmarken. Wollen wir das hier in Deutschland auch haben? Bei den Kindern ist es noch schlimmer. Jedes 4. Kind lebt von Lebensmittelmarken dort. Von den Leuten, die erwerbsfähig sind, die also arbeiten könnten, sind 41% dort arbeitslos. Voll sanktionierte Hand genießen das System ja schon. Einmal im Monat. Dort steigt einmal im Monat dürfen sie für Lebensmittelmarken alles einkaufen. Also kannst du nur Zigaretten kaufen, die sie dann zur Geld machen können. Aber auf der Straße abhängig, weil sie sich die Währung nicht mehr leisten können. Das ist unsere Zukunft. Und unsere Kanzlerin kriecht genau diesen Imperialisten der USA immer wieder in den Hintern. Ich will nur mal daran erinnern, wir hatten einen Kanzler, damals den Schröder, der hat den Irakkrieg nicht mitgemacht. Der hat gesagt, nein, das ist völkerrechtswidrig, wir werden uns daran nicht beteiligen. Erinnert ihr euch damals, wie eine Angela Merkel in die USA geflogen ist und dann gesagt hat, der Schröder ist ganz doof, mit mir hätte es das nicht gegeben, ich hätte für den Irakkrieg gestimmt. Diese Kriegstreiber,
diese korrupten Kriegstreiber, diese Regierung sitzt da jetzt drin. Deswegen ist er jetzt nominiert für den Friedensnobelpreis. Irgendwer muss die doch gewählt haben. Was ist mit den Menschen passiert, dass sie so abgestumpft sind, dass sie das nicht mehr sehen, wie solche Lobbyisten, solche korrupten Politiker an die Macht kommen und sie immer wieder dulden und wie sie sich von irgendwelchen Lügen kurz vor der Wahl immer wieder einseifen lassen und danach, ein paar Monate später, ist das wieder vergessen und dann wird das Kreuz wieder da gemacht. Oh. Eine kleine Tonstörung durch das schwarze Mannequin. Wir sind eigentlich seit über einer Stunde hier auf die Polizeibegleitung für einen Marsch für den Frieden und gegen den Militarismus. Und jeder, der sich da anschließen will, ist gern willkommen. Potsdamer Platz hat den Vorteil, da sieht uns keiner. Weil hier sind die Menschen. Dementsprechend jetzt die Transparente einrollen, die Fahnen einrollen und dann vereinzelt ohne Zeichen von Transparenten und Nachfahren auf dem Weg zum Platz. Damit man den Beginn aber einsteigen. Weil sonst ein Charakter einer Demonstration hat oder eines Aufzuges hat, und der hier nicht genug ist. Ist das Computerveranstaltung oder nicht? 15 Uhr ist deine Veranstaltung im Potsdamer Platz, richtig oder nicht? Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber da ist noch genug Platz. Stecken Sie uns mit warmen Bahnsteigen zusammen. Das ist falsch. Machen wir nicht. Okay. Möchten Sie den Status noch von 5 Bahnen? Haben Sie aber keine Entscheidung? Ja, wenn das jetzt die einzige Alternative ist, kann ich das nicht anders machen. Es sei denn, ich stelle mich jetzt alleine vor die amerikanische Botschaft. Also laufen wir da jetzt hin. Ja. Wer kennt den kürzesten Weg? Potsdamer Platz kenne ich. Ja. Aber was sollen wir da? Fragen nicht großartig machen. Komm, wir haben besser heißt gar nicht. Wir wollten dann noch eine gewisse andere Ziel aufsuchen. Wir können wir anschließend machen. Jetzt sprichst du mit der Polizei. Der wollte jetzt wieder 2 Stunden, dass irgendwie so sehen kriegt, weil das einfach nicht so abgelehnt werden kann. Also seitens der Polizeiführung ist es de facto schon abgelehnt worden. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal angehen, warum hat das jetzt 2 Stunden gedauert? Den Aufzug wird de facto nicht mehr stattfinden. Also das ist so die einzige Alternative, die Sie haben, ist der Potsdamer Platz. Die können Sie jetzt wahrnehmen oder nicht? Die Frage, warum hat das jetzt 2 Stunden? Ja, kann ich Ihnen sagen, weil man eine Versammlung anmelden kann. Wenn sie angemeldet ist, dann haben wir auch alle Zeit der Welt, uns darauf vorzubereiten. Jeder Bürger hat das Recht, eine Spontan-Demo anzumelden. Die Mengelage hier heute, sind nicht die Einzigen, die heute demonstrieren. Es ist halt eben schwierig, auch die Verkehrsräume hier frei zu machen. Allein das bedeutet einen Kräfteansatz, einen gewissen und eine gewisse Logistik. Und auf die musste man sich auch vorbereiten. Ich verstehe das alles, aber es gibt natürlich auch das Recht auf Spontankundgebung und Versammlung. Ja, der Kollege hat Ihnen das doch gerade erzählt. Ja. Und Verkehrsprobleme gibt es bis zum Brandenburger Tor nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt hin. Sagen wir allen Bescheid und dann... So, also Sie führen dort eine Kundgebung durch, am Potsdamer Platz. Ist das richtig? Ja. Okay, gut. Dann in Kleinstgruppen bitte. Kein Versammlungscharakter, damit wir keinen Aufzug hier haben. Das ist wichtig. Plakate eingerollt. Ja. Ja? Okay. Das ist das. Oh ja, ich hatte erst... Da geht's weiter!
Metz will gerade nicht zoomen hier. Was ist jetzt hier? Wir können einen Schritt in Richtung Zaun machen, weil da haben wir die Polizei hinterher. Aber auch zum Schluss.